Pyrrhus, wir sind heute hier im Handelshof Harburg, bevor die Frage wieder aufkommt. Ja, hier ist schon Feuerwerk, was soll ich euch sagen? Mikrofeuerwerke to go. 3,99 das Stück. Richtig kleine, tolle Teile von Komet. Dieses Jahr gibt es auch keine Ü-Pakete von Weco, nur dass ihr Bescheid wisst. Das sind schon interessante Teile hier von Komet. Kenne ich auch noch nicht. Von Weco wieder was. Ja, 9 Euro plus Märchensteuer bis beim 10er, ne? Das ist okay. Das kann man mal machen. Schön. Das sind schon ein paar schöne Sachen hier. Lightbox 25 von Weco 96 Schuss. Spitfire 121 Schuss für 25 Euro. Goldschweif Komet mit Rot und Grün, Rot und Grün Blinkstern Bouquets. Aha. Hier unten haben wir wieder die ganzen dicken. Was kostet die große dieses Jahr? 200. Pyro Konzept 703. Also 220 kostet die. Ja, meine Güte. Auch die andere kostet auch 200. Ja, ich führe euch einmal so ein bisschen durch, dass ihr ein bisschen auch die Preise sehen könnt. Wie gesagt, ihr müsst die Märchensteuer oben noch draufhauen. Ne? Aber das ist so, ja, Komet halt, ne? Super Strike. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, meine Güte. Ist auch mal was anderes, ne? Hier sind ein paar Vulkane. Knallbonbons. Hier ist ein bisschen F1. Ist aber auch deftig, 15 Euro für das. Schreck ist das, ne? Ja. Shrek Party. Ist noch ein bisschen mehr F1. Was haben wir hier? Auch alles F1, ne? Ich versuche euch alle Preise einmal ein bisschen abzufilmen, dass ihr das alles sehen könnt. Römische Lichter, 7,50 Euro. Ja. Gehe ich hier die Mitte nochmal durch. Double Thunder. Die werde ich wahrscheinlich auch einmal mitnehmen. Für 7 Euro. Kostet hier 8,50 oder so dann, ne? 8 Euro. Da nehme ich die auf jeden Fall einmal mit. Ja. Lights Booster, 17 Euro. Sieht auch interessant aus, so extrem gefächert, ne? Von Weco. Ein Schuss Batterie. 2,50. Ein kleiner Verbund für 37. 35. Kriegt man auch kleine Verbünde. Na, hier, das Ding ist völlig überteuert. Klar, es sind 256 Schuss, na, aber es sind nur Leuchtkugeln hauptsächlich. Na. Oh, hier, für den 30er. Das ist auch ein guter Preis von Komet. Das ist ein richtig guter Preis, 195 Schuss. Nicht schlecht, steht aber auch nicht, wie viel NEM das Teil hat. Ne? Nein. 37 kostet die. Was kostet die? 30. 52 kostet die große. Ja, Komet hat hier für 55 echt gute Sachen, ne? 109. Für den 100er. Ja, das finde ich schon ein bisschen teuer. Hier so ein Leuchtsortiment für 39, aber das ist auch schon hoch angesetzt, ne? Hier unten haben wir noch ein paar Kubis für 6 Euro. Superballer 2. 17 Euro der Schinken, Alter. Geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Noch für den 100er. Ich glaube, das ist eine Neuheit, ne? Vom letzten Jahr. Ehrhammer für den 100er. Rheingold ist auch geil, 130. Ja. Das war die Seite. Jetzt haben wir hier noch ein paar Raketen. 40, Alter, 25 Raketen, ist auch teuer. 37 Euro, 31-teiliges Leuchtsortiment. Also Leuchtsortiment mit drinnen, ne? Ja. Von Komet 32. 29. 22 Raketen. Das, den kenne ich auch noch nicht von Weco. Aber auch für den 30er. Flashpoint 21. Wunschraketen 4,50. Viel Glück 17,99. Square Dance 15 Euro. Ist auch nichts weiter mit drin. Da sind auch nur 13 Raketen.
Hier, Paravolt, 40-teiliges Sortiment. Das ist auch nicht schlecht, da ist auch ein bisschen Kleinkram drin. Das finde ich auch immer ganz geil. Für 26, das geht sogar noch. Ja, Comet Pure Family, find's funny. Oh, guck mal, das ist auch ein schönes Set für die Familie. Ja, da würde ich eher dieses Jahr mehr Comet hier kaufen als Weco. Comet Family ist da. Ach, für 8 Euro. Ja, also Comet hat schon gut aufgefahren. Ich gucke einmal hier rum. Hier hinten ist nichts weiter, ne. Ja, Pyrus, was soll ich euch sagen? Hier ist echt richtig, richtig viel. Ich hoffe, ihr konntet alle die Preise ein bisschen erhaschen. Ich habe versucht, das so gut wie möglich zu filmen. Aber hier für 3,99 so ein paar kleine Dinger. 13 Schuss, maximal 10 Meter Effektöl. Mal zum Ausprobieren, ne? Ganz interessant, habe ich echt so auch noch nicht gesehen, mit 6 Schuss. 15 Sekunden 6 Schuss. Muss auch elendig langsam sein. Ja gut, was soll ich euch sagen, Pyrus? Ja, es ist auf jeden Fall, die Vorfreude steigt. Ich denke Kubis und Double Thunder nehme ich einmal mit. Und das war es für mich dann hier auch. Hier oben die Vulkane, ist auch nicht schlecht. Ja, gut. Also Pyrus, lasst mal ein Like da, teilt das Video und die Vorfreude steigt. Also Handelshof Harburg, ne Pyrus? Haut rein.